blau und rot, deine Farben, KFC. Blau und rot, deine Farben, KFC. Ja, Radio Blau-Rot hat sich hier mal das Training ein bisschen angeschaut und sich ein paar Interviewpartner geschnappt. Bei mir jetzt Wadi Barini, Spitzname Haji, haben wir gerade geklärt. Ich habe ein bisschen was über dich rausgesucht, beziehungsweise die KFC hat ja auch ein bisschen was über dich vermeldet. Du bist 30 Jahre, wir sitzen also jetzt gerade auf einem Altersniveau hier zusammen. Richtig, ja. Hast zuletzt in Aalen gespielt, in der Regionalliga Südwest, hast da wohl in 20 Spielen 6 Tore erzielt. Ja. Weißt du das selber noch? Oder? Das weiß ich sogar. Ich weiß sogar ganz genau, dass es eigentlich 8 Spiele 6 Tore sind, wenn man rein die Spielminuten sieht. Okay. Von daher eigentlich eine ganz passable Quote. Und hatte ja auch die Möglichkeit, in Aalen für ein Jahr zu verlängern. Mhm. Bin aber aus privaten Gründen nach NRW gezogen. Okay. Und habe mich danach hier halt auf Vereinssuche begeben und bin jetzt fündig geworden. Sehr schön. Ich wollte noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du warst ja davor eigentlich immer in Baden-Württemberg unterwegs. Du hast sehr, sehr lange in der Oberliga Baden-Württemberg gespielt. Richtig. Hast da auch eine enorm gute Torquote gehabt. Hast ja wohl auch als Linksaußen dann da gespielt. Da ist die Quote ja wirklich immens. Genau. Und bist dann eben, was jetzt gerade schon gesagt, aus privaten Gründen Richtung NRW gekommen. Ja, genau. Also ich hatte damals meinen Fokus auch auf meine Schulbildung und so weiter. Hab ein Studium hinter mir, nebenbei halt immer Fußball gespielt und ja, jetzt bin ich halt so weit, dass ich immer wieder einen Schritt nach vorne machen wollte und nach der Oberliga kommt halt die Regionalliga, in der ich jetzt gelandet bin und ich versuche jetzt diese Saison nochmal eine bessere Saison zu spielen als die letzte und ich bin gute Dinge, dass mir das gelingen wird. Ja, da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen und möchte ich natürlich auch in dem Rahmen jetzt hier von unserer Seite nochmal herzlich willkommen heißen. Danke. Hier in Krefeld. Ja, Krefeld ist ja normalerweise ein Ort, an dem sehr schöne Fußballspiele stattfinden können, wenn sie denn dürfen. Jetzt ist ja leider das Grotenburg-Stadion aktuell noch nicht bespielbar. Du warst aber zumindest für das Willkommensfoto auch schon mal da, hast dich da mal ein bisschen umgesehen. Ja. Genau, ich durfte da mal reinblicken ins Stadion und ich habe natürlich schon im Vorfeld schon viel gehört über das Stadion und es aber dann live zu sehen, das ist dann nochmal was ganz anderes. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stadion und ich hoffe, dass wir bald da drin spielen können mit einigen Zuschauern dann und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Ja, da hoffen wir alle seit 4 Jahren drauf, wir hoffen, dass es jetzt wirklich auch zeitnah mal passiert. Wie bist du denn hier so angekommen in Krefeld? Wohnst du hier in Krefeld selber? Wohnst du in der Gegend? Wo wohnst du und wie bist du aufgenommen worden beim KFC? Wie ist das alles? Ja, ich bin wohnhaft in Köln, habe also schon ein Stück zu fahren, aber mache ich gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, Regionalliga zu spielen und das dann bei so einem Club wie den KFC. Ich bin sehr gut aufgenommen worden, habe letzte Woche den Vertrag unterschrieben. Konnte es dann kaum abwarten zu trainieren. 2 Tage später war dann schon das Spiel. Ja, und deswegen, also man konnte jetzt noch nicht so viel erwarten, jetzt von mir persönlich, aber auch von der Mannschaft, weil sich die Mannschaft einfach nicht kennt, weil ohne Vorbereitung ist das Ganze einfach schwierig. Aber ich bin guter Dinge, dass es jetzt Woche für Woche besser wird. Und ich glaube auch fest daran, dass es am Samstag schon deutlich besser sein wird. Was können denn die Fans dann so von dir erwarten? Du bist ja als Linksaußen unterwegs, bist aber Rechtsfuß, wenn ich das richtig gelesen habe. Also mehr so Robbenmanier von der falschen Seite, Tore oder? Ja, so kann man es sehen. Nichtsdestotrotz spiele ich auch gerne im Zentrum. Okay. Also ganz vorne drin oder so als hängende Spitze. Ich hoffe, dass ich auch noch ein paar Einsätze auf der Position dann bekomme, damit ich meine Torgefahr dann nochmal mehr unter Beweis stellen kann. Aber ja, ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt. Und genau, also von mir kann man auf jeden Fall erwarten, dass ich bei jedem Spiel 100% gebe. Ich habe gesehen, wie viele Menschen hinter diesem Verein stehen. Also ich hatte da schon einige Male Gänsehaut und dafür lohnt sich schon zu kämpfen. Und ja, dann werden wir sehen, was dabei rauskommt.
Du bist jetzt tatsächlich ja mit deinen 30 Jahren einer der erfahrenen Spieler im Kader, so wie es aktuell aussieht. Tatsächlich ja auch so ein bisschen mit Abstand einer der Älteren. Welche Rolle hast du denn so in der Mannschaft? Wie siehst du auch selber deine Rolle im Team? Ja, ich versuche natürlich den jungen Spielern zu helfen. Die können jederzeit auf mich zukommen mit Fragen, egal. Ich bin immer da. Und weil einmal kommt es den jungen Spielern zugute, aber auch uns als Team. Weil im Endeffekt ist es mir egal, ob ein 19-Jähriger neben mir spielt oder ein 30-Jähriger. Wenn er seinen Job nicht macht, dann macht er seinen Job nicht. Und dafür stehe ich einfach, dass ich die jungen Spieler führen möchte und führen kann. Und genau. Schön. Jetzt möchten wir über das letzte Spiel gar nicht mehr großartig reden, das ist jetzt abgehakt, aber es steht ja dann jetzt sehr zeitnah auch schon wieder das nächste an. Wie ist denn die Trainingswoche so gelaufen? Habt ihr es wirklich auch gut geschafft, den Blick nach vorne zu richten? Ja, absolut. Uns ist ja bewusst, dass das erste Spiel, also uns war klar, dass es sehr, sehr schwierig wird gegen guten Gegner, auswärts, ohne Vorbereitung. Ja, da kommt alles zusammen. Ist klar, dass dann am Ende so ein Ergebnis rauskommt, ist natürlich unglücklich und auch schade. Nichtsdestotrotz geht es, glaube ich, in Ordnung, das Ergebnis. Auch wenn ich vielleicht ein Tor machen hätte können. Trainingswoche ist bisher gut. Die Jungs sind mit Feuer dabei. Ich hoffe trotzdem auf weitere Verstärkungen, auch erfahrene Spieler. Genau, damit dann die Qualität im Training, damit die Stimmung im Training einfach nochmal besser wird, dass wir uns nochmal mehr zusammentun und nochmal bessere Leistungen dann auf den Platz bringen können. Aber wie schon vorher gesagt, glaube ich, dass für Samstag ein deutlich besseres Ergebnis zu erwarten ist. Darauf hoffen wir alle und wir freuen uns sehr auf das Spiel. Ja. Wir haben ja lange Zeit ohne Fußball gehabt und auch lange Zeit, wo man nicht genau wussten, wie geht es jetzt weiter. Also ich glaube, das hat man auch am letzten Spiel gemerkt, dass die Fans wirklich auch Bock hatten und ich glaube, es wird beim nächsten Spiel nicht anders sein. Eine letzte Frage noch, etwas persönlichere vielleicht. Wie laufen so die letzten Minuten vor dem Spiel bei dir persönlich ab? Hast du irgendwie bestimmte Rituale? Muss mal überlegen. Bestimmte Rituale nicht. Ich versuche mich einfach professionell vorzubereiten auf das Spiel. Das heißt, gut schlafen, gut essen, also die Ernährung ist sowieso A und O, aber das versuche ich eigentlich über die ganze Woche beizubehalten. Also es gibt nichts Spezielles, was ich vor dem Spiel mache. Ich versuche mich einfach zu fokussieren, aber das ist auch so, dass ich das die ganze Woche eigentlich schon bei mir so drin habe. Deswegen, bestimmtes Ritual gibt es nicht. Ich versuche einfach immer nur alles zu geben und am Ende natürlich die 3 Punkte zu holen. Ja, dann vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank für die offenen und vor allem sympathischen Worte. Du möchtest auch noch was sagen? Ich möchte sogar noch was sagen, genau. Und zwar ein Dankeschön an die Fans für die Unterstützung im letzten Spiel. War wie gesagt unglaublich, hatte mehrmals Gänsehaut. Und vor allem nach dem Spiel, nach so einem Ergebnis, ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass die Fans so reagieren. Ich hoffe, wir können es zurückzahlen am Samstag und da hoffe ich natürlich auch auf ähnliche Unterstützung. Ich glaube, auf die Unterstützung könnt ihr euch freuen. Vielen Dank, dann noch. Danke auch. 2 schöne Tage bis Samstag und alles dann klar. Sehen wir uns da wieder. Gut. Danke für die Zeit. Danke. Diese Farben werden immer wieder weh.